Dir begegnet immer wieder der Begriff Duplicate Content. Du willst endlich wissen, was das ist, wie du ihn findest und warum er deiner Webseite schadet. In diesem Video beantworte ich alle deine Fragen. Zunächst einmal wollen wir die Frage klären, was Duplicate Content überhaupt ist. Wenn wir den Begriff aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, heißt es nichts anderes als doppelter Inhalt. Doppelte Inhalte, also Duplicate Content, sind Texte, Bilder, Grafiken und Videos, die mehrfach und identisch auf mehreren Webseiten vorkommen. Dabei ist nicht immer nur ein einzelner Inhalt gemeint, manchmal geht es um die gesamte Webseite. Bei der Suchmaschinenoptimierung will man doppelten Content konsequent vermeiden und abbauen. Duplicate Content kann in zwei Bereiche unterteilt werden: interner doppelter Inhalt und externer doppelter Inhalt. Interner doppelter Inhalt bedeutet, dass der Inhalt auf deiner Webseite mehrfach vorkommt. Extern bedeutet, dass es eine andere Webseite oder Domain gibt, die identische Inhalte hat. Übrigens, das Gegenteil von Duplicate Content ist Unique Content, was einzigartiger Inhalt bedeutet. Suchmaschinen, besonders Google, möchten den Nutzern ein einzigartiges Sucherlebnis bieten. Doppelte Inhalte sind nicht nur für den Nutzer nervig oder auch langweilig, sondern auch problematisch für die Suchmaschine. Zum einen hat sie Probleme zu beurteilen, welche Webseite nun wichtig ist, und zum anderen kostet das Scrollen enorme Ressourcen. So gesehen ist Duplicate Content also Ressourcenverschwendung für die Suchmaschine. Deshalb wertet sie den Wert deiner gesamten Webseite ab. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du keine Sichtbarkeit mehr hast, schadet aber deinem Ranking. Im schlimmsten Fall bekommst du eine Strafe von der Suchmaschine. Meistens vergeudest du einfach nur dein Potenzial und verhinderst, dass deine Seite bestmöglich performt. Wie entstehen doppelte Inhalte? Es kann viele Gründe für Duplicate Content geben. Hier einige Beispiele. Texte, Grafiken und Bilder werden kopiert und auf mehreren Webseiten veröffentlicht. Eine einzelne Seite ist unter mehreren URL-Adressen erreichbar, wie unverschlüsselt oder verschlüsselt oder auch Groß- und Kleinschreibung. Paginierungsseiten, unnötige Seiten des CMS- oder Shop-Systems, falscher Einsatz mehrsprachiger Webseiten. Typische Klassiker des doppelten Contents sind Bilder, die von anderen Webseiten kopiert werden, um dann auf deiner Webseite hochgeladen zu werden, oder Artikelbeschreibungen, die du irgendwo kopiert hast. Wenn du Duplicate Content per Hand und stichprobenartig prüfen willst, kannst du einfach eine deiner Textpassagen kopieren und so in die Google-Suche setzen. Google markiert jetzt alle Wörter fett, die mit deiner Suche übereinstimmen. Bestenfalls taucht jetzt deine Seite auf Platz 1 auf und alle anderen Vorschläge haben wenig bis gar nichts fett markiert. Bilder kannst du ebenfalls über die Bildersuche prüfen. Alternativ kannst du natürlich Tools benutzen. In der Google Search Console werden dir unter Index und dann Abdeckung zum Beispiel deine Seiten angezeigt, die als doppelt gekennzeichnet sind. Unter dem Reiter ausgeschlossene URLs kannst du dann nähere Informationen finden. Außerdem kannst du weitere Tools nutzen. Zu den besten zählen zum Beispiel Siteliner, Copyscape, Article Checker oder Systrix. Du kannst Duplicate Content ganz einfach vermeiden, indem du die Inhalte deiner Webseite selber erstellst und deine Technik in Ordnung hältst. Klaue oder kopiere also auf keinen Fall Texte von anderen Webseiten. Worauf du bei deiner Technik achten solltest, erkläre ich dir jetzt auch. Aber du kannst zum Nachlesen auch in meinem Blogbeitrag Duplicate Content schadet deiner Webseite vorbeischauen. Dort erkläre ich dir alle technischen Details noch etwas ausführlicher. Zunächst einmal sollte man Probleme bei der Indexierung auf Google vermeiden. Existiert deine Seite zum Beispiel sowohl unter HTTP als auch HTTPS, dann ist das komplett doppelter Inhalt. Stattdessen sollte die unverschlüsselte Seite auf die andere Adresse umleiten. So ist deine Seite unter beiden Adressen erreichbar, ohne dass du doppelten Content schaffst. Mehrere Seiten mit dem gleichen Inhalt zu betreiben, ist ebenfalls ein Problem, welches du über Weiterleitung lösen solltest. Ein Fall, der mir immer wieder begegnet, sind außerdem Webseiten mit unterschiedlichen Endungen für verschiedene Länder. Arbeite hier lieber mit dem hreflang-Tag. Hier kannst du der Suchmaschine zeigen, in welchem Land und in welcher Sprache die Seite indexiert werden soll. Du kannst auch den No-Index-Tag verwenden. Hiermit sagst du der Suchmaschine, dass diese Seite nicht in den Ergebnissen landen soll. Achte nur darauf, dass du die Seite nicht gleichzeitig auf No-Follow setzt. Du willst schließlich den Besuch gestatten und nur die Indexierung vermeiden.
Ein Canonical Tag ist bei ähnlichen Seiten mit einer wichtigeren Hauptseite die richtige Variante. Wenn du beispielsweise eine Sorte Socken in verschiedenen Farben und Größen verkaufst, kannst du die Artikel mit dem Canonical Tag versehen und auf den Vater verweisen. Doppelte URL-Strukturen müsst ihr abschaffen. Wenn ihr Zitate verwendet, ist das streng genommen doppelter Content. Aber die könnt ihr im HTML-Code ganz einfach mit dem Tag Blockquote kennzeichnen. Grundsätzlich kann auch doppelter Content entstehen, wenn jemand von dir abschreibt. Damit du hier die Oberhand behältst, solltest du einfach dafür sorgen, dass dein Content zuerst indexiert wird. Denn die erste Seite, die den Content bereitstellt, wird am höchsten ranken. Beantrage einfach die Indexierung in der Search Console. Wenn dir das gerade zu schnell ging, schau einfach im Blog vorbei. Den Text habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt weißt du also, was Duplicate Content ist, warum er dir schadet und wie du ihn vermeiden kannst. Wenn du Fragen zum Thema hast, hinterlasse einfach einen Kommentar oder wende dich direkt an mich. Mein Team und ich sind auch gerne persönlich für dich da. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Hilf mit, meinen Kanal aufzubauen und zu verbessern. Und sei auch bei meinem nächsten Video mit dabei.